Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Albert. Oh. So, also, wir sind bei Japan stehen geblieben. Ich kann euch nicht mal sagen, wie das heißt. Es hat irgendwas zu tun mit Maissuppe. Ich kann dir höchstens sagen, wie viel Kalorien das hat, nämlich 118. Aber ja, es sind 20 Gramm und ich weiß, wie lange es haltbar ist, aber den Rest kann ich nicht lesen. Es ist auf jeden Fall ein Experiment, was das ich sehr mag. Japanische Kids essen einfach Suppen. Suppen? Chips. Okay, also die sehen aus wie so, nur... Aber rotiert das? Mal, das ist kein... Genau, das ist nicht so ein Flake. Es ist nee. Schon dick. Es ne? ist schon ziemlich dick. Ja, probier mal. Shinkansen! Nani? Es schmeckt nach Mais, aber auch so ein bisschen nach Fisch. Oder nach Algen oder nach... Also es schmeckt ohne Spaß. Es schmeckt echt wie Suppe. Ne? Als würde man die... Als würde man Suppe also essen. Hier steht Corn Potage. Wie auch immer. Ja, so spricht man das. Ja, ja. Corn Potage. Ja. Und was sagt hier diese Suppenkelle eigentlich? Die sagt Korewa Ikeru. Korewa Ikeru-san. Die sagt irgendwas. Hier die. Und der Topf sagt auch irgendwas. Und der Topf sagt Nani? Nani? Man muss sagen, wonach schmeckt das? Unsere japanische Kenntnis. Sorry. Schmeckt ein bisschen, ja, tatsächlich nach Fisch oder nach... Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr interessant. Nach Suppe. Aber lecker. Ja, es ist nicht schlecht. Also man muss sich aber irgendwie befasst sein. Es wird nach Suppe schmecken. wenn jemand das einfach so runterjubelt zwischen zwei Doritos, spuckst du wieder raus. Aber wenn du bereit bist... Suppe, so dann schmeckt echt wie Suppe. Genau. Ja. Mhm. Und ja, es wirkt recht überladen, so das Design, aber ich habe schon Schlimmere gesehen. Das kommt im nächsten Spiel, in den nächsten Folgen. Da gibt es Verpackungen, da müssen wir vielleicht eine Epilepsie-Warnung vorher rausgeben. Mhm. Aber das war nicht schlecht. So, kommen wir zu diesem Spiel. Baphomets Fluch. Oh. Broken Sword 2.5. Wir sind in. Portugal. Und da gibt es einen Souvenirstand, wo wir schon mal da sind. Ich möchte noch keine Souvenirs kaufen. Vielleicht später. Gut. Nimmt ja. Ich spreche mal mit dem Verkäufer. Guten Tag. Ja? Sie würden mir nicht zufällig ein Päckchen Pralinen umsonst geben, weil ich so nett frage. Was nehmen Sie sich eigentlich heraus? Oh. Verschwinden Sie, wenn Sie nichts kaufen wollen. Kann ich die Pralinen vielleicht mit meiner Kreditkarte bezahlen? Haben Sie eine Mastercard? Nein, nur American Express. Können Sie nicht das Schild lesen? Da steht mit großen Buchstaben drauf, nur Mastercard. Okay. Und jetzt vertreiben Sie mir nicht meine Kunden, indem Sie hier so herumlungern. Mister, Sie könnten eine Spur freundlicher sein. Sie interessieren sich nicht zufällig für den Brunnen und die dortigen Arbeiten. Na, nicht besonders. Was soll an einem Brunnen schon interessant sein? Na, hören Sie mal. Wahnsinn. Darin könnte sich der vielleicht größte Schatz der Tempelritter befinden. Tempel... Was? Ritter. Tempelritter. Tempelritter. Was sind das für Leute? Haben Sie im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst? Ich war nie in der Schule. Ach so. Ja, dann. Seit wann verkaufen Sie hier schon? Seit dieser verrückte Professor da drüben glaubt, einen Schatz oder sowas Ähnliches finden zu können. Das wäre doch möglich, oder? Der findet doch gar nichts. Ich habe ihm vor 2 Wochen gesagt, dass ich meine Armbanduhr irgendwo in der Nähe des Brunnens verloren habe und ihn gebeten, die Augen offen zu halten. Haben Sie sie wieder? Ja und nein. Damals fand ich sie in der Nähe des Brunnens wieder. Doch inzwischen ist sie wieder weg. Aha. Mein Gott, können Sie nicht auf Ihre Sachen aufpassen? Wenn man ständig seinen Laden im Auge behalten muss, weil irgendwelche Bengel sich an den Souvenirs zu schaffen machen wollen, ist das eben nicht leicht. Ja. Ich habe mir sogar Löcher in die Zeitungen geschnitten, damit ich das Umfeld besser im Auge habe. Und die Kerle denken, ich würde vom Zeitunglesen abgelenkt sein. Und, ist Ihnen schon einer ins Netz gegangen?
Allerdings. Oh. Ich habe den Bengel da drüben beim Versuch, einen meiner besten Schokoriegel zu stehlen, erwischt und ihm kräftig den Hintern versohlt. Oui. Vielleicht finde ich ja Ihre Uhr. Wenn Sie danach suchen wollen. Ich habe bereits vor einigen Tagen aufgehört, diese verflixte Uhr zu suchen. Hm. Brezel. So. Hallo, Junge. Hey, du da. Wer, ich? Ja, du. Hast du mal kurz Zeit für mich? Was macht so jemand wie du an einem Ort wie diesem? Ich lebe hier, Sir. Hier auf der Straße. In der Natur. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Ich verdiene mein Geld nur mit Schuhputzen, Betteln und Stehlen. Ich bin ein kleiner Junge. Ich bin 11. Und ich stehle. Das so redet doch kein Kind. Obwohl ich ein schlechtes Gewissen habe, den netten alten Herrn zu bestehlen, nehme ich den mir am griffbereitesten Gegenstand aus der Tasche. Einen Windfang. George. Tja, man merkt das. Hallo, mein Name ist George. Oh, Verzeihung, Sie haben mich etwas erschreckt. Bom dia, mein Name ist Professor Aruda. Aha. Was tun Sie da bei dem Brunnen? Das ist doch kein Brunnen, das ist eine jahrhundertealte Zisterne. Zisterne? Was ist das? Wasser. Heilige Mutter, das ist ein unterirdischer Auffangbehälter für Regenwasser. Also ein Brunnen. Aha. Und was tun Sie da bei der Zisterne? Ich blicke hinein. Ach so. Das sehe ich. Aber warum? Ich bin Archäologe und ich darf sagen, dass ich einer ganz großen Entdeckung auf der Spur bin. Fein. Und um was handelt es sich dabei? Sie interessieren sich wirklich für Geschichte? Vor etwas über einem Jahr habe ich mich das auch gefragt. Aber dann kam die Sache mit diesen verrückten Templern, die... Sie scheinen wirklich Interesse an Geschichte zu haben. Haben Sie etwas Zeit? Dann erzähle ich Ihnen, wie das von Anfang an war. Okay. Klar. Also, wie war denn das? Also, wie Sie vielleicht wissen, war Portugal seit jeher das Paradies der Tempelritter. Aha. Es war neben Frankreich das erste Land in Europa, in dem der Orden nach seiner Gründung 1119 in Jerusalem Fuß fasste. 1128 bekamen sie von der damaligen Königin Tressa das Kastell von Sure geschenkt, das direkt an der Halbmondfront lag. Halbmondfront? Sie meinen die Front mit den Arabern? Mit den Mauren, ganz richtig. Tressas Sohn und Nachfolger Alfonso, ein Templer, eroberte 1147 mit der Hilfe der Tempelritter die arabische Festung Lisbona. Heute heißt sie Lissabon. Oh. Alfonso machte Portugal unabhängig und wurde der erste portugiesische König. Aus Dankbarkeit schenkte er dem Orden ein Gebiet im Herzen des Landes, wo die Templer diese Burg bauten. Der Meister des Templerordens war zu dieser Zeit Gualdin Paish oder Galdinus, wie er auch genannt wurde. Tomar wurde die militärische Schaltzentrale der Templer. Und weiter? 1291 fiel die letzte christliche Bastion im Heiligen Land und Europa gab den Templern die Schuld. Unheil braute sich über dem Orden zusammen. Ein verdeckter französischer Ermittler namens Esquieu erfuhr im Gefängnis von einem ausgestoßenen Templer, von deren satanischem Treiben und meldete dies dem französischen König Philipp IV.? Sie kennen die Geschichte? Zum Teil, aber machen Sie weiter. Nun, im Zentrum der Anklage stand ein mysteriöses Götzenbild mit drei Gesichtern namens... Baphomet! Sind Sie sicher, dass Sie nicht lieber selbst weitererzählen wollen? Nein, aber den Teil mit Baphomet können Sie überspringen. Den kenne ich schon zur Genüge. Ja. Auch, dass das Originalgötzenbild hier in Tomar sein soll? Nein, das ist mir neu. Fahren Sie fort. Diese Information stammt aus einem Protokoll der Inquisition. Es wurde nie gefunden, aber in einem Raum in der Burg ist noch heute ein Baphomet-Bildnis. Oh. Es ist der Schlussstein zum Küchengewölbe. Wird er entfernt, stürzt die Decke und mit ihr alle darüber liegenden Stockwerke ein. Ups. Ich glaube, meine Mission könnte schwieriger werden, als ich sie zuerst eingeschätzt hatte. Tja. Zurück zu den Templern. Nun, am Freitag, dem 13. Oktober 1307, ließ Philipp IV. Alle Templer in Frankreich verhaften. Auch in Spanien wandte man sich gegen die Templer, nachdem die arabische Bedrohung beseitigt worden war und die Templer nicht mehr von Nutzen waren. Die spanischen Templer flohen 1308 über den Tejo nach Portugal, in die Festung Almorol. Sie nahmen ihre Schätze mit und man vermutet, dass sie später hierher nach Tomar gebracht wurden. Aber wieso glaubten die Templer in Portugal sicher zu sein? Der portugiesische König Dinis hatte die Taten der Templer nicht vergessen und war ihnen dankbar. Er gewährte ihnen Schutz. Tatsächlich war er es, der zusammen mit dem Templermeister João Lourenço den Orden unter anderem Namen neu gründete. Als Orden der Christusritter lebten die Templer hier weiter. Selbst ihr Markenzeichen, das Rote Kreuz, behielten sie.
Aber was ist jetzt mit der Zisterne? Welche Zisterne? Ach so, ja. Ach so, aber sicher, darauf komme ich jetzt. Diese Zisterne ist viel zu raffiniert gebaut, um einfach nur als Regentonne gedient zu haben. Ich vermute, dass die Templer hier etwas enorm Wichtiges versteckt haben. Moment, sagte er eben enorm wichtig? Meinte er vielleicht das Siegel, das ich suche? Erzählen Sie mir mehr darüber. Haben Sie schon nähere Details? Irgendwelche Vermutungen, was es sein könnte? Wer weiß das schon? Vielleicht das Siegel der Templer, welches bei der Auslöschung des Ordens verschwand. Tja. Vielleicht das fünfte Evangelium, das Christus eigenhändig schrieb und das so wie der Heilige Gral im Besitz der Templer gewesen sein soll. Das Siegel, die Rückkehr der Templer. Genau, die Zeit der Wiedergeburt, die Stunde der Rache, die Entstehung des neuen Imperiums. Und das mit Hilfe eines einzigen Siegels? Wie hätten die Templer das anstellen sollen, Professor? Die Frage sollte lauten, wie können die Templer das anstellen? Können? Ja, George, können. Nach der Ausrottung des Templerordens verschwand das Siegel spurlos. Philipp der Schöne ließ Hunderte seiner Soldaten nach dem absoluten Wahrzeichen des Ritterordens suchen, denn er wusste genau, welche Macht dieses Siegel besaß und der Legende nach bis heute immer noch besitzt. Welche Macht? Sie haben wohl nicht zugehört, George. Die Macht der Rückkehr. Wollen Sie mir damit sagen, dass dieses Siegel mystische Kräfte hat? Seien Sie nicht dumm, George. Das Siegel an sich nicht. Aha. Aber ich vermute, dass es eine Art Mechanismus auslösen kann, durch dessen Aktivierung sich Einsteins Theorie der Raumkrümmung bestätigen könnte. What? Was? Ich verstehe nicht genau. Welche Rolle spielt Einsteins Theorie dabei? Das ist eine gute Frage. Durch die Krümmung des Raumes ist es möglich, in die Vergangenheit zu reisen. Und warum ist bislang noch kein Mensch in die Vergangenheit gereist? Woher wollen Sie das wissen? Wollen Sie damit... Nein, nein. Nein, nein. Ich wollte damit nur andeuten, dass man sich seiner Sache nie sicher sein kann, George. Merken Sie sich das. Glauben Sie denn daran, dass Menschen bereits in die Vergangenheit gereist sind? Bislang jedenfalls nicht, denn keine Maschine der Welt ist imstande, dieses Tor aufrechtzuerhalten. Noch. Die Energie Noch. Dieses Gravitationsfeldes zerfällt in wenigen Millisekunden und damit auch das Tor. Also brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, korrekt? Das habe ich nicht gesagt. Fakt ist, dass es heutzutage Maschinen gibt, die das Gravitationsfeld für kurze Zeit öffnen können. Mhm. Nur braucht man etwas, um es offen zu halten, es zu stabilisieren. Und hier kommt das Templer-Siegel ins Spiel. Mhm. Wie kann ein einziges Siegel solche Energieströme stabilisieren? Es ist der Glaube, Ach. George. Millionen von Menschen sind im Glauben an dieses Wahrzeichen gestorben. Es hat so etwas wie eine eigene Kraft entwickelt, die stärker ist als das gesamte Gravitationsfeld und die das Tor somit offen hält. Mhm. Das ist der mystische Teil Oha. Bei der Sache. Die Templer brauchen dieses Siegel also, um dadurch das Gravitationsfeld zu stabilisieren und in die Vergangenheit zu reisen. Und was ergibt das für einen Sinn? Warum Zeit der Rückkehr? Schauen Sie, durch das Gravitationsfeld ist es möglich, durch die Zeit zu reisen. Allerdings nur eine bestimmte Zeit. 700 Jahre. Das leuchtet mir nicht ein. Nee. Denken Sie nach, George. Denken Sie nach. Was jährt sich in 3 Tagen zum 700. Mal? Die Schlacht von Paris. Genau, die Schlacht von Paris am 10. Oktober 1303. Hunderttausende Templer starben vor den Toren der Stadt bei dem Versuch, den damaligen König zu stürzen, um so Frankreich zu beherrschen. Da Frankreich damals die Macht Europas war, ist es nicht auszudenken, wie das Europa von heute aussehen würde, wenn die Templer die Schlacht gewonnen hätten. Und jetzt? Und jetzt? Wir genau. müssen sie aufhalten. Die Neotempler werden versuchen, das Siegel an sich zu reißen und so einen Tag vor der Schlacht, also am 9. Oktober 2003, 700 Jahre in die Vergangenheit zu reisen. Dabei werden sie moderne Waffen mitnehmen, die Truppen zusätzlich durch ihre eigenen verstärken. Die Schlacht wäre ein Kinderspiel. Alles, was wir heute als moderne und demokratische Zivilisation kennen, würde von einem Moment auf den anderen aus unserem Gedächtnis verschwinden. Das vermute ich zumindest. Keiner hat nur die geringste Vorstellung, welche Auswirkungen eine Veränderung der Vergangenheit auf uns Menschen in der Gegenwart hätte. Warum eigentlich Rückkehr der Templer? Das dürfen Sie nicht so wörtlich nehmen. Mit Rückkehr ist vielmehr der symbolische Wert gemeint. Die Kultur der Templer, die durch den Eingriff in die Geschichte zurückkehren würde und auch wird, wenn wir sie nicht stoppen. Was ist, wenn sich da unten nicht das Siegel befindet? Dann stehe uns Gott bei. Tja. Also, worauf warten wir noch? Lassen Sie uns reinklettern und nachsehen. Leider nein. Das portugiesische Kulturministerium hat Grabungsarbeiten verboten. Hä? Wieso das denn? Wer weiß.
Aber jedenfalls darf ich dort nicht hinunter. Und Sie auch nicht. Und wenn Sie mal kurz einnicken würden und ein Ihnen völlig unbekannter Tourist fiele aus Versehen und sehr vorsichtig in dieses Loch und dort fände er... Vergessen Sie es, bei allem Forschergeist, ich werde mich an die Gesetze halten. Hier geht es aber um unsere Zukunft, Professor. Und Sie wollen sich an Gesetze halten? Die wird es bald nicht mehr geben, wenn Sie so weitermachen. Tch, die Gesetze befolgen und anschließend getötet werden. Gibt es denn überhaupt nichts, was Sie dazu bringen könnte, den Brunnen zu verlassen? Ich fürchte, nein. Verdammt. Können Sie mir noch eine Frage beantworten? Sicher. Welche Rolle spielt dann der Prinz von Xihang? Ich habe Beweise, dass die Templer damals mit dem chinesischen Hofadel in Verbindung standen. Das stimmt. Jacques Dumoulin bat Prinz Dorimacha II. Um 100.000 Soldaten seines Hofes, um so die Schlacht zu gewinnen. Und hätte er sie bekommen, wäre die Schlacht siegreich, wenn auch blutig, gewonnen worden. Aha. Er hat sie nicht bekommen? Nein, der Prinz hatte Zweifel an der Loyalität Dumoulins und ließ ihn nach langen, nervenaufreibenden Verhandlungen wie eine heiße Kartoffel fallen. Dumoulin schwor damals Rache, doch es kam anders. Ich vermute, dass die heutigen Tempelritter sich am Hofadel für den damaligen Verrat, denn als solcher wurde es betrachtet, rächen wollen. Nur weiß man bis heute nicht genau, wo sich der Kern des Hofadels aufhält. Mhm. Wir haben einen in der U-Bahn getroffen. Ich sehe mich dann mal weiter um. Sie, ja. Falsch verborgen. Mr. Miyagi. Ja. So, da ist die Uhr schon mal. Ah ja. Aus der Nähe sieht diese Armbanduhr gar nicht mal so billig aus. Einige Gravuren sind zu erkennen. Il Akel Kalb. Den Spruch kenne ich doch irgendwoher. Wo war denn das nochmal? Suchen Sie die? Ich habe Ihre Armbanduhr gefunden. Das ging ja flott. Danke. Und was bekomme ich sozusagen als Finderlohn? Sie erwarten einen Finderlohn? Ja. Also jetzt hören Sie mir mal zu. Sie bitten mich darum, Ihre Uhr zu suchen, was ich dann auch tue und dadurch wertvolle Zeit meines Lebens für Sie opfere. Ja. Und dann gewähren Sie mir noch nicht einmal einen Finderlohn? Also schön. Hier haben Sie einen Schlüsselanhänger. Entschuldigen Sie mein unfreundliches Auftreten. Aha. Ah, okay. Das kann man ja kombinieren. Ja, kann man. Und? Genau da, mikroskopischerweise, irgendwo ist das Schokolade, das er möchte. Oh, da, unten. Vielleicht links. Nein, also auf jeden Fall auf dem pinken... Okay. Auf dem pinken Tisch. Da, ja, aber was ist denn hier mit dem Besenstiel? Ja, gut, das brauchst du auch, aber... Ich wollte nur Warum nicht? Kann man immer mal wieder gebrauchen. Schnapp. Aha. Was nehmen Sie sich eigentlich heraus, hä? Verschwinden Sie, wenn Sie nichts kaufen wollen. Ach so. Okay, was ich jetzt machen muss, ist das, du hast ein Pornoheft bei. Ach ja? Oh. Hast du in Frankreich dein Museum, ne? ich glaube nicht. Also, Vielleicht musst du dir ja erst angucken. Aber dann, dann gibst du ihm das. Und wenn der das liest, dann hat er keine Löcher. Mhm. Und dann, während er das liest, dann verbindest du deinen Besen mit einem Seil. Dann hast du eine Angel. Mhm. Mit der Angel angelst du die Schokolade. Mit der Schokolade überredest du das Kind, die Tasche zu klauen. Mhm. Dann rennt er weg. Ist, geht der Professor weg und dann hüpfst du. Wow, okay. Es ist eine Art Wissenschaftsmagazin. Titelthema Knochenfund in Israel. Klingt ziemlich toll. Interessant. Was? Ich dachte, wir haben jetzt... Nee. Lieber nicht. Achso, oder möchte er das? Das war doch ein Pornoheft, in meiner Version von Spiel. Was? Was? Woher hat man denn das Heft überhaupt? In Frankreich, in dem letzten Museum, wo du warst, hast du in dem letzten Raum, dann war ein Pornoheft auf den Infostand und du nimmst das Guten Tag. Und dann liest du im Infostand
die Information ist, dass ihr hinzu musst und so. Achso. Haben Sie keine Lust mehr zu lesen? Ich habe nichts mehr zu lesen. Diese Zeitungen kenne ich in- und auswendig. Und außerdem, was geht Sie das an? War nur eine Frage. Ich gehe dann mal wieder. Auf Wiedersehen. Ich habe da was für Sie. Wollen Sie vielleicht mal mein Magazin lesen? Das ist ja in Französisch. Mist, das habe ich im Eifer des Gefechts vergessen. Na, da habe ich aber Glück, dass meine Mutter aus Bordeaux kam, wie? wie? Geben Sie einfach her und verschwinden Sie. Aha. Der Verkäufer hat vergessen, Löcher in das Magazin zu stechen. Doch ich fürchte, dass er meinen großen Schatten bemerken würde, sobald ich mich über den Stand beuge, um die Schokolade zu stehlen. Na gut, dann... Was ist ein Aufwand. Wo hat er das jetzt her? Hui! Er ist sehr unauffällig, ja, das total. Hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Prima, jetzt habe ich die Schokolade. So, pst, Junge, komm mal her. Oder ich komm. Oder so. Muss man mal hier diese. Das wird nicht funktionieren. Nein? Dann reden wir vielleicht. Ja, gut. Ich esse so lange Suppe. Könntest du mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun? Siehst du diesen Professor da drüben am Brunnen? Er lässt mich nicht am Brunnen arbeiten. Lenk ihn doch bitte ab. Und was springt für mich dabei heraus? Lass mal überlegen. Wissen Sie, Sir, ich habe es nie geschafft, dem Souvenirladenbesitzer etwas zu stehlen. Er scheint zwar immer abgelenkt, wenn er in seiner Zeitung liest, aber er hat Löcher hineingeschnitten, durch die er immer alles im Blick hat, sobald sich jemand nähert. Ich schwöre Ihnen, Sir, ich wollte mir nur einmal eine Tüte Burg-Schokoladenpralinen nehmen. Da hat er mir den Hosenboden versohlt, Sie glauben es nicht. Seitdem jagt er mich weg, sobald ich in die Nähe seines Ladens komme. Ich denke, das ist auch richtig so. Diebstahl ist keine gute Methode, sich sein Brot zu verdienen. Aber ich hatte damals kein Geld und ich habe noch nie Schokolade gegessen. Oh. Das kann ich allerdings verstehen. Eine Kindheit ohne Schokolade, das ist unvorstellbar. Also gut, hilfst du mir, wenn ich dir deine Schokolade besorge? Aber nichts lieber als das, Sir. Und dann? Bitteschön. Hier hast du deine Schokolade. Her damit. Und wen soll ich jetzt nochmal für Sie ablenken? Den Mann am Brunnen. Okay, ich werde seine Tasche klauen. Das kann ich am besten. Prima. Der Junge hat die Tasche des also alten Herrn geklaut. Was zur Folge hatte, dass die ihm hinterhergerannt ist. Low budget. Der Weg ist frei. Ich bin ein kleiner Kind. Ich bin... ja. Ich will Schokolade. Ich will die Tasche stehlen. Der Abstand zum Boden beträgt etwa 4 Meter. Da aber auf der Innenseite des Brunnens viele Felsen herausgeschlagen wurden, kann ich hinunter und später wieder hinaufklettern. Dann mach es mal. Okay. Was? Ich hab schon geklickt. Ich fasse es nicht. Der Professor hatte recht. Die Templer waren hier. Okay. Okay. Hier kann man sterben. Also aufpassen. Oh. In diesem Müll hier ist eine Hälfte von einem Schlüssel. Die andere Hälfte von Schlüssel ist hier. Das hier? Nimmst du mit der Schraubenzieher raus und dann hast du beide Hälfte. Dann mit dem Seil von der Angel kannst du die beide verbinden und dann machst du dann diesen Kopf auf. Ah. Und dann musst du ganz schnell den Kreuz, den du da findest, hier rein tun, sonst bist du tot. Vertiefen, okay. Ja. Fein. Du-du-dum. Da-da-dum. Sieht aus, als wenn irgendetwas darunter verborgen wäre. Dann nimm mal. Das ist die Hälfte eines Schlüssels. Die Templer müssen hier also auch noch die zweite Hälfte des Schlüssels verborgen haben. Nur wo? Tja. Hier. Nein, das kann ich vergessen. Mit bloßen Händen ist das viel zu schwer. Aber der Mauerstein scheint sehr brüchig zu sein. Nachdem ich mit dem Schraubenzieher dem sehr brüchigen Mauerstein den Rest gegeben habe, kommt nun die zweite Hälfte des Schlüssels zum Vorschein. George Stobbart, abermals auf den Spuren der Templer. Oha. So. Nein. Nein? Da musst du recht machen, genau. Ja, das ist es. Okay. Nein.
Nein? Da ist so ein... Ich fasse besser nichts an. Da ist so ein Mikroloch da. Also. Dort. Ich kann es kaum fassen, was meine Augen erblicken. Das ist das Siegel. Nimm es. Wir sind den Templern zuvorgekommen. Wir haben es geschafft. Das muss ich sofort dem Professor erzählen. Nein, Sie werden das Siegel nie bekommen. Geben Sie es mir, Professor Aruda, sofort. Auch wenn Sie unseren Orden durch Ihr plötzliches Verschwinden verraten haben, werden wir Sie fürstlich belohnen. Oha. Niemals! George, laufen Sie! Oha. Monsieur Storbart, schön, Sie wiederzusehen. Finde ich nicht. Sie haben da etwas, das uns gehört. Ach, wirklich? Flap, erschieß den Professor und dann hol ihn dir. Oh. Ja. Hoch. Da ist eine lange Treppe. Ich vermute, sie führt nach draußen in die Freiheit. Man könnte vielleicht, aber... Wer weiß. Naja, gut. Oh, das war ein harter Kampf wieder mal. Ich hab noch nie gesehen. Nee. Wetten, da kommt ein Flugzeug? Jawohl. Ein bisschen Mandahar und so. Ja, bisschen schon. Wie dein Nikos Apartment. Tja. Aber Nico ist nie da. Ah, weil, ja, okay, du musst diesen Brief da lesen. Ah, ein Brief. Das ist ein Brief von Nico. Sie war hier. Ja, sie wohnt ja auch da. Nimm die nächste Maschine von Paris nach Peking, frage dort nach Brei. Er bringt dich zu mir nach Xihang. Vertrau mir, Nicole. Mhm. Das ist ein Brief von Nico. Sie war hier. Keine Zeit. Nein. So. Okay. Fein. Auf wieder ins Flugzeug. Vor allem, wir haben ganz viel Geld für Flugzeugtickets, aber ja. Nicht so Schokolade zu kaufen. Nein. Also dafür reicht es nun wirklich nicht. Ja. Wetten, da kommt wieder dieselbe. Nein. Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Jacques Bormelo und ich bin heute Ihr Kapitän. Mhm. Wir haben heute ein regnerisches Wetter, jedoch wird uns dieses auf unserem Flug nicht beeinträchtigen. Wir werden unser Ziel, den Flughafen von Peking, voraussichtlich in 8 Stunden erreichen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Flug. Einen Drink, der Herr? Okay, dann warte ich eben, bis die Dame vorbei ist und beginne meine Erkundung des Flugzeuges danach. Mhm. Einen Drink, der Herr? Ah, was haben Sie getan? Was? Den ganzen Kaffee einfach über mich geschüttet. Unqualifiziertes Personal. Oh mein Gott. Und für so etwas bezahlt man auch noch Geld. Oh, entschuldigen Sie bitte vielmals. So etwas Dummes. Wie konnte mir das nur passieren? Bitte, lassen Sie mich das sauber machen. Wo wischt sie denn da? Na gut, am Bauch natürlich. So, und jetzt, Passagier, hallo? Kann man hier sterben? Guten Tag, mein Name ist Stobbart, George Stobbart. Guten Tag, Braun ist mein Name, Sigmund Braun. Ah. Sind Sie der Kapitän hier? Nein, eigentlich nicht. Ich bin Reisender, genau wie Sie, nehme ich an. Wenn ich der Captain wäre, würden Sie mich wohl an meiner Uniform erkennen. Oh, entschuldigen Sie bitte, aber ich habe meine Brille am Flughafen verloren. Und muss zugeben, dass ich ohne sie ziemlich blind bin. Ich kann froh sein, dass ich den richtigen Flieger erwischt habe. Okay, der spricht nicht. Der spricht auch nicht. Leere Sitzplätze. Es ist nicht viel los. Ja. Muskulöser Mann. Hallo. Na? Guten Tag. Mein Name ist George Stobbart. Oh, hallo. Ich bin Armando. Wie geht's dir, George? Danke, ganz gut. Hätten Sie was dagegen, wenn wir uns ein wenig unterhalten? Mhm. No problema. Ich mag Flugreisen auch nicht, auf denen man einfach nur rumsitzt. Erzählen Sie etwas über sich, Armando. Oh, flirten wir jetzt? Ich komme aus Argentinien, wo ich auf einer Großbaustelle arbeite, aber nebenberuflich bin ich Bodybuilder. Oh, ja. Das ist meine große Leidenschaft. Klingt interessant. Und was tun Sie hier in Frankreich?
Ich bin auf dem Weg zu einem großen Wettbewerb. Mhm. Junge, wenn ich den gewinne, kann ich mich zur Ruhe setzen. Ich wünsche Ihnen viel Glück dabei. Aber fliegen wir nicht nach Peking? Ja. Von Frankreich weg? Gut, wahrscheinlich. Bist nicht fertig hier? Nee. Ja, ich meine mit sprechen. Also. Wissen Sie, ich hatte auch mal eine sehr jedes durchtrainierte mal. Figur. Es stimmt zwar nicht, aber man wird doch wohl mal ein bisschen angeben dürfen. Ach ja? Nun, viel ist davon ja nicht übrig geblieben. Entschuldige, George. Ein kleiner Scherz. Schon okay. Lassen wir das. Tschüss. Bis später. Adios, Gespräch beendet. Also, jetzt kommen hier der unmögliche Rätsel. Aha. Du musst diesen blauen Wagen aufmachen. What? Cola Dosen. Eine Dose Cola steht auf dem Getränkewagen. Schnapp. Ich muss den aufmachen? Geht denn das? Ja, vielleicht mit der Cola. Hä, aber da gibt's keinen Interaktionspunkt. Ja, aber du hast eine Cola jetzt. Ja. So. Die Dose Cola vom Getränkewagen schmeckt eisgekühlt am besten. Ich glaube, ich könnte jetzt gut eine Erfrischung vertragen. Mhm. Na wunderbar. Ich bin zu blöd, um eine Cola-Dose aufzumachen. Jetzt habe ich immer noch eine verschlossene Dose voll mit Cola und ein nutzloses Stück Metall. Mhm. Hoffentlich ist noch eine Dose im Getränkewagen. Es steht nichts mehr drauf. Wir haben keine Cola mehr. Oh, warten Sie, bis ich hier fertig bin. Dann gebe ich Ihnen gern etwas anderes. Ich kann von hier aus nicht sehen, was drin ist. Zwar gibt es eine kleine Luke, doch die ist verschlossen. Dann schrauben sie ein Flugzeug drin. Und einen Besen. Ich glaube nicht. Anker. Ich glaube nicht. Ja, was mache ich jetzt? Vielleicht mit den Cola-Dingens, ne? Der ist ja klein genug vielleicht. Das Stück Metall ist zu dick. Ach. Ja, wenn ich kann von hier aus nicht sehen. Mhm. Vielleicht jemand stark ist. Oder die Nadel? Ich glaube nicht. Ach so, Zwinker, Zwinker. Hey, Armando. Ah, buenos dias, George. Könnten Sie mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun? Kommt ganz drauf an. Mhm. Also, ich habe mich gefragt, ob Sie mir vielleicht dieses kleine Stück Metall verbiegen könnten. Schätze schon. Aber hol mir erst mal was zu trinken. Junge, ich bin am Verdursten und dieses Steward, das kommt einfach nicht. Ja, ich hab hier was. Zufällig habe ich eine Dose Cola dabei. Das Problem ist nur, dass ich sie nicht aufbekomme. Zeig mal her. Kein Problem für mich. Na dann. Easy. Hey, und? Sie sind wirklich stark. Ja. Jetzt brauche ich nur noch was zu futtern. Mhm. Hören Sie, ich arbeite wirklich dran. Aber dazu müssten Sie mir erst mal diesen einen Gefallen tun. Na, dann gib mir mal dein Stück Metall. Das habe ich Ihnen schon gegeben. Oh nein, sagen Sie bloß, Sie haben es. Was? Hier habe ich es. Hab wohl aus Versehen drauf gesessen. Bitteschön. Riecht zwar jetzt etwas nach argentinischem Frühstück, aber ich hoffe, das macht dir nichts aus. Wow. Wow, es ist bereits verbogen. Ziemlich perfekt sogar. Dieser Typ scheint einen verdammt durchtrainierten Hintern zu haben. Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich diesen Gegenstand lange behalten möchte. Okay, dann nimm mal einen Orangensaft. Aha. Und die Idee hier ist jetzt, dass der blinder Passagier glaubt, dass du ein Stewardess bist und dann gibst du ihm was zu trinken. Und wenn er das getrunken hat, dann ist quasi die Flasche leer. Mhm. Und die füllst du mit Alkohol immer wieder nach. Alkohol aus dem Ding, bis er ausgenockt ist. Also... Der kriegt das jetzt. Ja. Der blinde Passagier, das klingt so, als hätte er kein Ticket. Ja, gute Idee. Dann red erst mal mit ihm. Okay. Hier bin ich. Als wärst du... Nein, als wär, genau. Guten Tag, Sir. Haben Sie eine gute Reise? Oh, wer sind Sie? Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe meine Brille vergessen. Ich bin Ihr Steward auf diesem Flug. Haben Sie einen Wunsch? Möchten Sie etwas trinken? Oh, vielen Dank, gern. Was haben Sie denn? Fast alles, was das Herz begehrt. Oh, ein Saft reicht fürs Erste völlig. Kommt sofort.
Bitte sehr. Vielen Dank, das ist genau das Richtige. Mhm. Nun? Leer. Genau, und jetzt holst du dir Rum oder so. Ja, nein. Rum. Das ist Champagner oder so. Oh. Fass Rum, aber gut. Ja. Will wohl sein. Das merkt man doch, wenn man das jetzt trinkt. Der ist blind, aber nicht geschmacksblind. Also der ist geschmacksblind. Achso, dann rede du mal erstmal mit ihm, ob der noch was trinkt. Gut. Alzer Dingens. Noch etwas zu trinken, Sir? Oh ja, bringen Sie mir noch einen Saft. Hier. Was, dasselbe? Also ich meine, das ist das, also... Das merkt doch ein Blinder. Danke. Ja. Das schmeckt aber anders als der Saft davor. Er brennt fast ein bisschen. Es ist mir sonnenklar. Dieser Mann ist einiges gewohnt. Dieser Rum muss bei jedem Normalsterblichen brennen wie die Hölle. Oh, ja. Das ist eine neue Geschmacksrichtung. Schmeckt sie Ihnen? Und bringen Sie mir bitte noch eine Flasche davon. Kommt sofort. Wow. So ein bisschen wie dieser... die Hundepfeife. Ich bin hier länger geblieben als beim Hund. Also, ach so. Hier war ich voll lange. Ach krass. Und das Ding aufzumachen, vor allem, ergibt keinen Sinn. Ihr Saft, Sir. Und das hier immer wieder zu machen, ist auch irgendwie... Ja, sinnfrei, ne? Ja, einmal reicht eigentlich. Guckt er uns, der Linke, der guckt uns die ganze Zeit an. Der Linke, der sitzt vorne. Okay, der ist ausgenockt. Und nun? Piep, piep, piep. Ja, jetzt werden wir ja nach hinten. Ah, okay. Cool. Ah, noch ein Passagier. Fliegen Sie auch nach Peking? Nein, ich habe leider schon einige Flüge hinter mir. Warum leider? Fliegen ist doch etwas Schönes. Glauben Sie. Doch was sich im Verborgenen bei den unterschiedlichsten Fluggesellschaften abspielt, ist nicht mehr akzeptabel. Es ist fast schon beängstigend. Was meinen Sie damit? Ja, die heimlichen Vergiftungsversuche der Flugbegleiterin im Auftrag der Fluggesellschaften. Mhm. Verstehen Sie, dass ich Ihnen so eine fantasievolle Geschichte nicht abkaufe? Doch, es ist wahr. Ich bin Ernährungswissenschaftler und weiß, wann ein Nahrungsutensil, wie wir es nennen, verdorben oder sogar vergiftet ist. Das meistverwendete Gift bei diesen Flugfirmen ist Hexanol. Das ist purer Alkohol, der in reinem Zustand oder bei Zumischung einer anderen flüssigen Speise zum Tod führen kann. Ui. Natürlich kommt es auf die Mischung an. Oha. Die Firmen geben so viel Hexanol in die Speise, dass es nur zu einer leichten Vergiftung kommt. Und dann? Das heißt, dass man nach knapp 2 Wochen Krankenhaus wieder gesund ist. Und der Passagier denkt dann, er hätte vor dem Flug etwas Falsches gegessen. Ach kommen Sie, was soll es den Firmen bringen, wenn sie ihre Kunden vergiften? Sie müssen leiser sprechen. Oh mein Gott. Knapp 4 Komm mir nicht mit Fakten. Vorher schließt jede Fluggesellschaft einen Vertrag mit der Gesundheitsbehörde ab, der da lautet, dass bei jedem während dem Flug erkrankten Passagier eine Summe von 4 Millionen an die betreffende Fluggesellschaft geht. Das klingt obskur, doch es ist die Wirklichkeit. Man spricht vom Vertrag 20. Die Verschwörung hier. Ja, woher sollen jetzt die 4 Millionen kommen? Ganz bestimmt im Muster. Etwa im 4-Monats-Abstand. Ungewöhnlich ist dabei, dass jeder Passagier von einer seltsamen rosa Verfärbung seines Essens berichtete. Doch ehe man selbiges untersuchen konnte, war die Nahrung verschwunden. Vielleicht war das Essen einfach nur verdorben, das kann doch mal passieren. Eben nicht. Eine rosa Verfärbung kommt nur im Zusammenhang mit Hexanol vor. Aha. Es gibt kein anderes Mittel, das solch eine Reaktion auslösen könnte. Dabei kommt es darauf an, ob es eine helle oder dunkle rosa Verfärbung ist. Bei der hellen besteht keinerlei Lebensgefahr. Bei der dunklen jedoch kann man seinem Leben Adieu sagen. Sehen Sie hinter dem Vorhang, wie die Flugbegleiterin dieses kleine Fläschchen in ihren Schrank stellt? Mhm. Das ist es. Sie wartet nur auf eventuell kommende Anweisungen und dann zack. Klingt trotzdem etwas merkwürdig. Das, was die Dame dort hinten zubereitet, könnte alles Mögliche sein. Seien Sie gewarnt. Mhm. Fein. Vor allem, das ist immer so wie bei allen Verschwörungstheorien.
Da fällt ja wohl zu. Ja, das Motiv, ne? Wenn warum? Die Leute krank sind, ist nicht viel los. Fliegen die weniger, als wenn die gesund sind. Ja. Und woher sollen die 4 Millionen kommen, die die Fluggesellschaften kriegen? Also ich meine... Wieso sollen die 4 Millionen... Weil die Krankenhäuser mehr zu tun haben? Krankenhäuser kostet doch eher die Behandlung, als dass sie Geld bringt, oder? Ja, dann setz dich einfach hin. Also, hä, wohin? Da, wo du... Wo dein Sitz... patriotisch. Dafür hatte ich noch nie viel übrig. Gut, okay. Ah, man kann sich wieder setzen. Das habe ich nicht als Option in Betracht gezogen eigentlich. Ja, normalerweise. Ja. Du bist der Einzige ohne Sicherheitsgurt. Mal schauen, was das Bordmagazin so zu bieten hat. Hier bitte Ihr Getränk. Aber ich habe doch nichts bestellt. Ach, das hat Ihr Sitznachbar für Sie getan. Mächtig verdächtig, vor allem Knallepink. Ich bin Monsieur Brei. Als Gäste der Höflichkeit sah ich mich dazu verpflichtet, Ihnen einen kleinen Drink zu spendieren. No. Oh, das tut mir leid. Ich trinke keinen Alkohol. Sind Sie sicher? Der Drink schmeckt wirklich gut. Nein. Entschuldigen Sie mich. Wenn er Ihnen so gut schmeckt, überlasse ich den Drink lieber Ihnen. Nein. Ich hatte heute schon zwei. Aha. Wie Sie wünschen, Monsieur. Tja. Der kommt ja. Sonst stirbst du natürlich. Ja, klar. What? Münz. Sollte ich Skrupel haben? Ja. Ich nehme das Geld dennoch an mich. Schnapp. Aha. Ich werde mir die Geldbörse mal etwas genauer ansehen. Prinz Chen Yang von Xihang und Christoph Brei. 18. Juli 2002. Prinz Chen Yang von Xihang. Okay. Noch was? Mal schauen, ob ich noch etwas finde. Dieser Mann wollte mich töten, damit ich den Jungen nicht finde. Aber wenn Brei mit dem Prinzen auf einem Foto ist, heißt das, dass ich zu spät komme. Nun brauchen sie nur noch das Siegel. Gott sei Dank habe ich das. Ja, aber du kriegst das auch. Vielen Dank, Stobart. Du sollst es doch nicht laut sagen. Zu erregen zur Bordtoilette. Das ist auch mit der Waffe. Ich warne Sie. Ich kann Ihnen Räumen Platzangst bekommen. Also ich weiß ja nicht. Diese Geschichte ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Verstehen Sie es. Wovon reden Sie? Ich bin nicht von den Tempelrittern. Nein? Ach, kommen Sie. Ich habe zwar schon einige Male was auf den Kopf bekommen, doch für so dumm können Sie mich nicht verkaufen. Ich habe Ihr Angehörigkeitsabzeichen gesehen. Sie denken wohl, dass es nur auf Seiten der Neotempler Spitze gibt. Sie wollen also sagen, dass Sie nicht den Templern Ihre Hörigkeit verschrieben haben und stattdessen gegen selbige spionieren? So könnte man es sagen. Wer schickt Sie? Ich arbeite beim französischen Geheimdienst. Und was wollen Sie mit mir? Geschweige denn mit den Templern? Das ist eine lange Geschichte. Ich bin geduldig. Ich denke, Sie haben Platzangst. Schon, aber nur in dunklen, verlassenen, alten, syrischen Höhlen, deren einziger Türgriff sich gut versteckt in einer Felswand befindet. Geht mir auch so. Wie dem auch sei, wir ermitteln bereits über 7 Jahre gegen die Neotempler. Wegen Verdachts des Massenmordes, der unerlaubten Sektenausübung sowie des Gebrauchs von Drogen. Doch der Erfolg blieb uns leider verwehrt. Wir konnten ihm nichts nachweisen. Jegliche Beweise sowie Zeugen verschwanden kurz vor dem Gerichtsprozess. Bis wir vor knapp 3 Monaten mitbekamen, dass Sie und Ihre Freundin Nicole Collard in der Vergangenheit in privater Sache gegen die Tempelritter ermittelten. Daraufhin nahmen wir Kontakt zu Ihrer Freundin auf. Diese erzählte uns, dass Sie in die USA reisten. Zudem konnte sie uns nützliche Hinweise über die Templer geben. Wir schleusten Sie also als Spionin in den Orden ein, damit sie noch mehr über diese Sekte herausfindet. Moment, Nico sagte, sie wäre den Templern zwar beigetreten, doch nur um ihren Onkel aus deren Klauen zu befreien. In der Tat, das war aber nur eine ihrer Aufgaben dort. Ihr Onkel war unser einziger Kontaktmann, doch irgendwann riss die Verbindung zu ihm ab. Da war es natürlich rentabel, dass es ausgerechnet Mademoiselle Collards Onkel war. Anreiz genug, sich als Spionin für uns engagieren zu lassen. Auf jeden Fall klappte es einige Zeit lang ganz gut, bis sie von den Neotemplern eine Treueaufgabe bekam. Sie musste den größten Templergegner von Paris umbringen, den Bürgermeister. Den Bürgermeister? Also stimmt es doch, was man in den Zeitungen gelesen hat? Nein,
Ihre Freundin sträubte Nein. sich dagegen. Lügenpresse. Sie wollte mit ihrem Onkel und den Beweisen fliehen, doch ihre Tarnung flog irgendwie auf. Ihren Onkel und unseren Kontaktmann musste sie zurücklassen. Aber sie hat uns sehr gute Beweise mitgebracht. Darunter auch die Geschichte mit der Zeitreise, wegen der Sie ja eifrig unterwegs sind. Auf jeden Fall riet uns Ihre Freundin, Sie als Hilfe in die Sache einzuschalten. Allerdings wurde Frau Collard von diesem Zeitpunkt an rund um die Uhr bewacht. Und so mussten wir uns was einfallen lassen. Wir ließen Nicole für einige Tage verschwinden. Zudem schrieben wir an Sie die Nachricht, Ihre Freundin wäre verstorben. Wow. So dachten die Templer, die Nicoles Post ständig abfingen, sie wäre tot und bewachten sie seitdem nicht mehr. Sie, Monsieur Stobart, dachten zwar auch, sie wäre tot. Doch so kamen sie uns Gott sei Dank zu Hilfe, ohne dass die Templer selbiges mitbekamen. Naja, zumindest eine Zeit lang. Ja. Als sie eintrafen und die Tempelritter ihre Freundin, wie bereits gesagt, nicht mehr beobachteten, ließen wir Nicole wieder auftauchen. Natürlich konnte sie ihnen nicht alles über unsere Pläne sagen, denn im Falle einer Festnahme von ihnen, was ja dann auch geschah, hätten die Templer alles aus ihnen herausgefoltert und unsere Ermittlungen wären gescheitert. Und wo ist Nico jetzt? Ja, dazu komme ich noch. Nichtsdestotrotz haben wir sie die ganze Zeit beobachtet. Zwar konnten wir ihre Festnahme in York nicht verhindern, doch ich war ständig bei ihnen. So zum Beispiel in der verunglückten U-Bahn, in der auch Nico sowie Kahn saßen. Wir ließen mittels bestochener Techniker und Zugführer den Zug kontrolliert entgleisen, um somit ihnen dreien die Gelegenheit zu bieten, zu flüchten und mit mir zu kommen. Leute verletzt und gestorben, aber nein, das ist nicht richtig. Der Zugführer fuhr auf unseren Befehl hin mit 20 km/h. Das reicht zwar, um ordentlich durchgeschüttelt zu werden, doch für eine Entgleisung mit folgenschweren Konsequenzen war dieses Tempo viel zu niedrig. Als unsere Männer sie drei dann rausholen wollten, konnten wir sie nicht finden. Nur Kahn und Nico waren auffindbar. Doch von ihnen keine Spur. Als wenn eine U-Bahn so groß wäre. Wir waren unter gehörigem Zeitdruck. Aha. Als wir dann erfuhren, dass sie das Siegel hatten, waren wir heilfroh. Und warum wollten sie mich dann vorhin umbringen? Ich konnte das Risiko nicht eingehen, dass sie dem Jungen begegnen. Weiß Nico davon, dass sie mich töten wollten? Und warum soll ich den Prinzen nicht vor den Neotemplern retten? Nico wusste von meinem Plan, sie zu töten, nichts. Sie hätte es auch nicht zugelassen. Denn sie liebt sie sehr, müssen Sie wissen. Sie dürfen den Prinzen deshalb nicht erreichen, weil er mit den Templern unter einer Decke steckt. Oh. Und weil er sie wahrscheinlich, nachdem er das Siegel an sich genommen hätte, getötet hat. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Mir wurde gesagt, dass die Familie des Prinzen die Templer damals verraten hat. Warum sollte der Prinz seinen Erzfeinden helfen, indem er jemanden tötet, der gegen sie operiert? Das stimmt. Der asiatische Hofadel hat die Templer damals verraten. Doch genau das ist der Grund, warum der Prinz mit ihnen zusammenarbeitet. Wiedergutmachung. Lediglich die engsten Vertrauten wissen Bescheid. Selbst die eigene Leibgarde, von der sich ein Ausreißer zufälligerweise im Zug befand, dachte immer noch, die Templer wollten den Prinzen umbringen. Aber ohne Siegel kann dieses Treffen doch nicht stattfinden. Genau. Doch genau. Es gibt noch eine Art Ersatzsiegel, auf das die Templer jetzt scharf sind. Ihr Siegel ist nicht unbedingt vonnöten. Und wo soll dieses Ersatzsiegel sein? Nach unseren neuesten Informationen befindet es sich ebenfalls in China. Ein chinesisches Namen Wuhan. Plagiat gibt's. Genau da, wo seit einigen Wochen eine sogenannte Tourists Group, angeblich nach Dinosaurierknochen, ist. Ja. Die Templer. Ja. Ja. Das denken wir auch. Ja, aber nichts noch. Nee. Warum haben Sie dann ein Foto von sich und dem Prinzen? Was denken Sie, woher ich weiß, dass der Prinz mit den Templern gemeinsame Sache macht? Ich war einer der Vertrauten. Ach so. Und was genau sollen wir jetzt machen? Das werden wir in China besprechen. Dort treffen Sie nicht übrigens hier auf der Toilette. Kahn wieder. Meine Kollegen haben Sie dorthin gebracht. Okay, Haudegen. Wir arbeiten ab sofort Hand in Hand. Wow. Gerne. George. Ich weiß. Ah, nochmal, komm, die Sequenz nochmal. Das war manche jetzt. Spiele machen das gerne. Ja. Nochmal den Roman vorlesen, wie das jetzt eigentlich ist mit der Geschichte. Wir haben nicht mehr viel Zeit. In genau 3 Stunden beginnt die Zeremonie. Sie vermuten also immer noch, dass die Templer das zweite Siegel besitzen. Monsieur Kahn. Ich vermute nicht, ich weiß es. Wow. Und wofür dient dann dieses Siegel hier? Reine Vorsichtsmaßnahmen. Falls man das andere Siegel verlieren sollte, hätte man immer noch ein zweites.
Sie müssen wissen, George, dass die Templer sehr vorsichtig und überlegt gehandelt haben. Und wie wollen wir vorgehen? Ich habe eine Menge Plastiksprengstoff. Mhm. Wir müssen nahe genug an das Tor kommen, das C4 anbringen und dann so schnell wie möglich verschwinden. Genau. Wir spazieren da einfach so rein, sagen nett Hallo, bringen den Sprengstoff an und gehen seelenruhig wieder raus. Wir rennen. Nicht so ganz. Wir brauchen einen Lockvogel. Oh nein. Doch, wir brauchen sie für diesen Job. Warum wolltest du mich dann töten? Was soll ich tun? Okay, Monsieur Stobart, Sie wissen, was Sie machen sollen. Ja, während ich den Lockvogel spiele, schleichen Sie sich an den Templern vorbei und bringen den Sprengstoff an. Sie, Khan, haben den Fernzünder. Wenn wir in 15 Minuten nicht da sind, zünden Sie. Nein! Mach dir keine Sorgen, wir werden rechtzeitig draußen sein. Vertrau mir. George, ich will dich nicht verlieren. Ich liebe dich. Jetzt werd hier nicht sentimental, sonst fange ich noch an zu heulen. Wir müssen los. Ja, wir müssen los. Okay, ich glaube, wir sind 7 Klicks entfernt. Ja? Yeah? Von Ende. Können wir noch sterben? Ja. Eins. Oh, hast du doppelt geklickt? 2. Uiuiui. Stein nehmen. 3 Klicks. Ich weiß nicht warum, aber irgendetwas sagt mir, dass ich diesen Stein einpacken sollte. Und dann werfen wir den einfach an den Kopf oder durch das Tor? Fast. Fast. Stein mit Kreuz nutzen. Ich bearbeite das kreuzförmige Siegel mit dem Stein so lange, bis es eine spitze, messerscharfe Form annimmt. Und jetzt? Kreuz mit Mann. Das waren genau 7, 6 und 7. Das ist ja wie bei Vampiren so. Ja, das war alles sehr crazy, aber es jetzt. Ja, nie meine Sequenz! Ach, Entschuldigung! Oh, du bist gestorben. Was? Ja, und jetzt? Jetzt, von vorne anfangen. Danke. Aber keine Sorge, wir haben bestimmt ein Spiel. Ein Spielstand, ja, von Anfang der Folge, aber gut. Gucken wir mal, guck einfach mal. Was denn? Ja, geh mal laden. Da zum Beispiel. Ja, okay. Ja, wir sind jetzt dort. Ja, das hätte ich vielleicht. Aber reden wir erst. Okay. Ich kann ja dann die Dialoge überspringen. Ne? Die waren ja eh zu langatmig. Dann kann er. Genau, dann kann ich mal Leute schauen, dass das Bordmagazin zeigen, so zu bieten. Wie ich Test. Das Spiele ja, bitte, ihr ja. Aber ich habe doch nicht. Ach. Guten Tag. Nein. Oh, das tut mir. Was jetzt komisch ist, ne? Weil normalerweise. Ja. Entschuldigen Sie. Wenn die den brauchen, dann. Warum wollen die den vergiften? Euch, ne? Ja. Und normalerweise ist ja 30 Minuten Gespräch hier. Mhm. Ach, nee, Moin. Ja, du musst erstmal hier sammeln. Ich muss erst die Münzen nehmen, die wir ja nicht brauchen. Sollte ich's? Ja. Damit wir das mit dem Ball. Und. Haben wir das Hemd nicht jemand? Gut. Ja, aber du, das ist ja ein anderer Speicherstand jetzt. Aha. Von deinem Speedrun vorher. Ja, ich werde mir die Geldbörse mal etwas genauer ansehen. Prinz Chen Yang von das Xi Han nicht. Und Christoph Brei. 18. Ja, Juli 2002. Weiß ich nicht. Prinz Chen. Aber es geht ja auch jetzt um das Ende mal der schauen, Geschichte. Ob ich die, aber wenn. Er will mit uns auf die Toilette gehen. Schon wieder. Schon wieder. Wovon? Das zweite Mal, dass wir den Unbekannten machen. Oh mein. Wir überspringen das alles. Tra-la-la-la-la. Tra-la-la-la-la. Und die. Tra-la-la-la-la. Sequenz. Und hier nochmal bla 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 bla. Und deswegen denke ich immer, oh, diese Spiele sind sehr kurz. Ja, sehr kurz. Okay, fangen wir nochmal an. Okay. Okay. Also. Und zwar der Unterschied genauso alles wie jetzt, aber da muss man erst mit ihm sprechen. Ach. Ja, war gut. Ne?
Ich weiß nicht warum, aber irgendetwas ohne sagt mir, dass töten, ich diesen macht Stein man ja einpacken auch sollte. Ja, ne? jetzt wo ich das sage, erinnere mich ein bisschen, wie das so sein muss. Gut. Ich bearbeite das kreuzförmige Siegel mit dem Stein so lange, bis es eine spitze, messerscharfe Form annimmt. Hm. So, und jetzt sprich mit Ihnen direkt erst. Wir haben Sie erwartet. Ach. Sie elender Verräter! Hat der nicht Nein, gesagt. George. Ich würde eher sagen, Erlöser der Welt. Sie werden uns alle vernichten! Sie sind wahnsinnig! Was ist aus Ihrer sonst so ruhigen und bedachten Art geworden, Senor Stoddard? Ich werde immer leicht nervös, wenn ich größenwahnsinnigen Menschen gegenüberstehe. Ich bräuchte nun das Siegel, Senor Stoddard. Sie haben es doch bereits. Seien Sie kein Narr. Um das Tor zu öffnen, bedarf es nicht nur eines Siegels. Ah. Seit Generationen besaßen die Reihen der Templer immer nur ein Siegel, obwohl in der Legende die Rede von zwei Siegeln war. Wie bitte? Ich habe sie benutzt, für meine Zwecke missbraucht. Oh. Durch ihr erneutes Einmischen haben sie uns auf die Spur des zweiten Siegels gebracht. Dummerweise kamen sie in dem Augenblick an die Ausgrabungsstätte in Portugal, als ich gerade in Begriff war, das Heilige Kreuz zu nehmen. Also war alles, was Sie mir erzählt haben, gelogen? Natürlich. Keinesfalls, so, nein. George. Jedes noch so kleine Wort war wahr. Bis auf die Tatsache, dass es nicht nur ein, sondern zwei Siegel gibt und man beide für den Start der Zeremonie braucht. Und warum dann Ihre Scheinexekution? Wir dachten, mit Ihnen etwas spielen zu können. Ihre Recherchen waren sehr aufschlussreich für uns und amüsant also bitte. Zugleich. Und schließlich sind Sie nun hier gelandet. Unfassbar. Mhm. Und nun, George, bitte ich Sie, mir das zweite Siegel auszuhändigen. Das ist ja mit... Jetzt. Ui. Wurde hier abgelenkt. Ach so. Ja gut, wir konnten das noch nicht am Anfang machen. Wow. Weil sonst hätten wir ja die Hintergründe nicht... nicht begriffen, ne? Und der muss dann auch noch die Bombe da platzieren. Ach so, auch noch. Die eher für 10 Sekunden packt, damit man die Zeit hat, da wegzurennen. Mein Gott. Boom. Tja. Das war jetzt einigermaßen halb spektakulär. Ich habe jetzt schon bessere Explosionen. Ja gut, für die Sequenz hat man sich ein bisschen Zeit genommen, ne? Mhm. Und hier die Abschlusspräsentation. Aber jetzt haben wir den Leuten alles gezeigt, auch was passiert, wenn man stirbt. Also ja, guck mal. Die sehen mega alt aus. Ach, wir haben es geschafft. Ja, ich glaube, das war der letzte Streich, den die Templer unternommen haben. Ich brauche jetzt erstmal eine Zigarette. Brei, was werden Sie in Zukunft machen? Arbeiten. Wir haben einen neuen Fall in Guatemala. Drogenschmuggler. Und wie sieht es mit Ihnen beiden aus? George und ich treffen alte Bekannte. War auch irgendwie hübscher. Vorhin. Perk und Wayne. Ich habe die beiden in York getroffen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Der hat keine Nasenlöcher. George. Und wir werden sie besuchen. Wie du meinst, mein Schatz. Geht es erst mal für 2 Wochen auf die Bahamas. Moment. Aber dann bitte ohne Abenteuer. Ein bisschen schon. Wieso geht sie jetzt mit dem anderen Typen weg? Das machst du schon. Ach. Genau vor uns. Ja gut. Also man hat sich schon an modernere Animationen Gewinncode. Wow. Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt auf der Website gehen kann. Wenn einer von euch nach Jahrzehnten Gewinncode da ausprobieren möchte, dann einfach melden. Bitte. Dann schicken wir das gerne zu. Ja. Ganz schnell, Kiki, wie fandst du dann Baphomets Flug? Ja. 2.5, oder Broken Sword 2.5. Ja, ein nettes Intermezzo. Aber wobei, wie gesagt, die Story war löchrig wie ein Schweizer Käse. Das war sehr weird. Ja, und man hat sehr an Zwischensequenzen gespart, würde ich mal sagen. Ja, und dann wiederum manche andere voll, ne? Zum Beispiel das mit dem Zug in Gleisen. Das war übertrieben. Das war ja nicht so wichtig. Ja, das war nicht so wichtig. Aber dann haben die... Ja, voll die Explosion. Und ach, das Rätsel mit dem Hund, das war wirklich unnötig. Also welche fandst du schlimmer? Das mit dem Hund oder das mit dem Flugzeug? Das mit dem Hund. Ja? Okay. Ja.
Ich fand das schlimmer mit dem Flugzeug. Wieso? Was genau im Flugzeug? Ja, das, was ich da machen musste, dass du so eine Dose nimmst und aufmachst. Ach so. Und der, die mit dem Hintern... Du musst dir da, damit du das andere aufmachst und den anderen Saftwumpf mal bringst. Ja, es ist auch sinnfrei. Aber das mit dem Hund fand ich noch viel schlimmer, weil das war noch sinnfreier. Ja, okay, das hätte... Weil der Hund, der hört doch auch, wenn du 2 Meter weiter stehst. Hätte eigentlich sein müssen, dass man das Hund hört sehr gut. Man geht zu den Mädchen und... Sie pustet, dann kommt der Hund und... Ja. Ich habe sogar überlegt, im Nachhinein, als ich gesehen habe, dass du zumindest zum Beispiel das Trikot den einer gegeben hast. Ja. Damit der quasi geht und so, das habe ich in meinen Test nicht gemacht. Mhm. Habe ich dann überlegt, wenn du den Hund gar nicht zurückbringst, weil das Mädchen gibt dir dann dieses... Nee, genau. Wenn du den Hund zurückbringst, dann gibst du ihr die Pfeife und dann bedankst du dich. Mhm. Und dann 5 Minuten später fragst du wieder nach der Pfeife, damit du den Hund, damit der Hund bellt. Und dann habe ich gedacht, dann hätte ich ja diese Pfeife gar nicht zurückgegeben. Ja, ach, das war sowieso sehr sinnfrei. Wieso muss der Hund bellen, damit alle Leute hören? Du hättest auch sagen können, hört mal alle her. Ja. Da hätten die auch geguckt. Es sind auch nur 4, weil der einer stirbt. Wahnsinn! Wahnsinn! Ja, deswegen löchrig wie ein Schweizer Käse, wie ich schon sagte. Aber es, ja, gut, da kann man jetzt noch stundenlang drüber diskutieren, was alles so sinnfrei war. Hannibal Lecter war da. Ja, warum auch immer, ne? Leute, ich frage mich, wenn einer von euch weiß, dann würde ich das, noch machen. Was man alles noch dazu hätte machen können. So. Wozu war dieser Ball? Ja. Wozu war die Nadel? Ja, die Nadel habe ich auch nicht verstanden. Ich hätte gedacht, ich hätte mich gefreut, wenn das für Hannibal Lecter gewesen wäre. Mhm. War aber nicht. Weil mich hat mega überrascht, dass du mit dem Trikot was machen könntest. Ich habe das nicht gemacht. Mhm. Na, dann vielleicht. Weil du die Dialoge übersprungen hast und nicht wusstest, dass der arme Junge des Wirtes so gerne ist. Weil der Wirt ging sowieso. Und dann, als er weg war, konnte ich die Seife nehmen. Dann gab es keinen Grund, das Trikot zu überreichen. Aber wir haben einen kleinen Jungen imaginär sehr glücklich gemacht. Genau. Was, wo ich mich sehr freue. Ja. So, liebe Leute, vielen Dank fürs, Zuschauen. Spiele vorschlagen, fürs Zuschauen, fürs Liken. Auch und überhaupt. Vielen Dank, dass ihr dieses Spiel vorgeschlagen habt. Ja. Ne? Hier kommt dein Name eingeblendet. Vielen Dank fürs Supporten, für das Liken, fürs Abonnieren, fürs Kommentieren. Das ist ja die Unterstützung. Ja, da freuen wir uns immer sehr drüber. Ja, oder? Okay. Ja, tun wir. Tun wir wirklich. Tun wir wirklich. Ja, dann sag Bescheid, was wir jetzt demnächst noch probieren sollten. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Abonnieren und Liken. Und bis zum nächsten Spiel. Bis zum nächsten Spiel.